Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der vierten Vorlesung. Die Ausgabe von Integerzahlen haben wir im Prinzip schon ganz gut beim ersten Beispiel kennengelernt. Die Funktion printf. Sie erwartet als erstes einen Formatstring, eine Zeichenfolge, die die Ausgabe spezifiziert und anhand von Platzhaltern definiert, an welchen Stellen in der Ausgabe zum Beispiel Integer-Variablen ausgegeben werden. Die Variablen werden dann als Argumente an die Funktion übergeben. Sie finden in der Deklaration der printf-Funktion, dass ausgedrückt durch drei Punkte, also die Variableanzahl wird durch drei Punkte, Punkt, 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 dargestellt. Man nennt das auch die Ellipse. Und es gibt einige Funktionen in der Standardbibliothek, die so einen Prototyp oder die eine Ellipse im Prototyp aufweisen. Hier unten ist nochmal ein Beispiel dargestellt. Die printf-Funktion startet printf, mit Klammern drücken wir den Funktionsaufruf aus, dann kommt unsere Formatierung, hier Kundennummer, Doppelpunkt, Prozent, D und als Argument nochmal unsere Variable Kundennummer. Was für Platzhalter bietet die printf-Funktion? Wir fangen mal an, Prozent C zur Ausgabe eines ASCII-Zeichens. Das heißt, hier wird für Werte zwischen 0 und 255 das entsprechende Zeichen des erweiterten ASCII-Zeichensatzes ausgegeben. Also zum Beispiel, wenn ich die 65 als Wert übergebe, wird das große A dargestellt. Prozent D, Prozent I haben wir schon kennengelernt für die Ausgabe von Integer. Prozent O für die Ausgabe in Oktalnotation. Prozent U für die Ausgabe vorzeichenloser Integerzahlen und Prozent x oder also klein oder Prozent groß x für die Ausgabe von Hexadezimalzahlen, wo die Buchstaben entweder alle klein oder alle groß geschrieben werden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, denn in C wird unterschieden zwischen der internen Repräsentation einer Variablen und dem, was ich über die Formatierung, den Platzhalter mit printf ausgebe. Das heißt, ich kann eine Integerzahl durchaus mit Prozent x als hexadezimal und damit vorzeichenlos ausgeben. Ich kann eine vorzeichenlose Zahl aber genauso mit Prozent i als vorzeichenbehaftete Zahl ausgeben. Ich sollte also immer darauf achten, dass der Platzhalter zum entsprechenden Variablentyp passt. Ansonsten kann es zu Falschausgaben führen. Es kann aber auch gewünscht sein, man möchte vielleicht auch hexadezimal Integerzahlen ausgeben, zur Kommentierung zum Beispiel, dann mache ich bewusst hier eine andere Ausgabe, als die Variable intern gespeichert ist. Für die Ausgabe der weiteren Typen kann ich den Platzhalter noch weiter spezifizieren, nämlich die Größe des Datentyps mit angeben. Hier mal das Beispiel für eine Long-Variable, wie wir das bei der Ausgabe der Fakultät ja schon kennengelernt haben, das Präfix L, also Achtung, das ist ein L und keine 1, also LI oder LU, LX oder mit H, dem Präfix H, kommt ursprünglich von halber Wortbreite, kann ich quasi den Typ reduzieren, das heißt von Integer auf Short gehen, Prozent HD oder Prozent HI für die Ausgabe Dezimal einer Short-Variablen oder HU, HX, H, großes X, eben zur Ausgabe von Unsigned Short. Für die Ausgabe von Long Long ist erwartungsgemäß ein LL als Präfix und für die Ausgabe von Char wurde mit dem C99 Standard das HH eingeführt. Das heißt, wir sollten eigentlich, wenn wir Char ausgeben, zum Beispiel Prozent HHD zur Ausgabe von einem Dezimal, was als Char gespeichert ist, verwenden. Allerdings ist hier der Hintergrund, dass C mit ANSI C bereits standardmäßig den Wert einer Short- oder einer Char-Variable per Kopie als Int an die Funktion printf übergibt. Deswegen kann man in der Regel auf das H oder HH verzichten. Aber es kennzeichnet natürlich deutlich, was ich ausgeben möchte. Ich möchte also Werte im Short- oder im Char-Bereich ausgeben und eben nicht im Integer-Bereich.
Wir können auch die Stellenangabe, also die Anzahl der auszugebenden Stellen mit angeben. Das ist einmal hier als Beispiel Prozent 6i Ausgabe auf 6 Stellen und zwar rechtsbündig. Ich kann mit Minus davor die Ausgabe linksbündig erzwingen und ich kann mit einer 0 davor eine Ausgabe, die ist rechtsbündig, aber mit führenden Nullen. Das heißt, ich kann damit in der Formatierung ausgeben, auf wie viele Stellen genau die Zahl ausgegeben wird. Bei rechtsbündig, also entweder mit oder ohne führender Null, werden quasi die Zeichen, wenn die Zahl kleiner als in dem Beispiel bei uns 6 Zeichen lang ist, also wenn die Zahl weniger als 6 Stellen hat, wird die Zahl auf 6 Stellen mit entsprechend Leerzeichen oder Nullen aufgefüllt. Linksbündig bedeutet, dass Leerzeichen hinten angefügt werden. Muss aber beachten, die Zahlen werden nicht gekürzt. Das heißt, wenn ich 1 Milliarde als Integerzahl auf 6 Stellen ausgeben möchte, dann werden nicht einfach 6 Nuller ausgegeben oder eine 1 mit 5 Nullern. Nein, es wird komplett die Milliarden ausgegeben. Es geht also keine Information bei printf, bei der Ausgabe von Integerzahlen, verloren. Das heißt, man muss sich klar sein im Format, wenn ich das sauber auf dem Bildschirm ausgeben möchte, wie groß ist meine maximale Zahl und muss dementsprechend das Format dann anpassen. Ich habe ein Beispiel, was auch im Buch ist, wo die formatierte Ausgabe mit eben Stellenangaben nochmal gezeigt ist. Es geht los mit der Kontonummer hier auf 10 Stellen mit führenden Nullen dezimal. Die Kundennummer auf 4 Stellen dezimal, das macht jetzt bei 4711 hier keinen Unterschied. Die Kundennummer in Hex auf 8 Stellen, eben mit Großbuchstaben 0x. Der Buchstabe A, einfach das Prozent C. Wir haben jetzt hier das Beispiel eben Prozent C nicht mit der Verkürzung auf ein Charakter. Wir möchten ja ein Integer, also A ist vom Typ Integer. Das heißt, wir geben die Integer-Variable aus. Und hier im letzten Beispiel sehen wir nochmal, wie wir das Prozentzeichen ausgeben können, indem wir eben das Prozentsymbol verdoppeln. Also ähnlich wie bei den Escape-Sequenzen, wie wir das schon kennengelernt haben beim Backslash. Backslash, Backslash macht einen Backslash. Sehen wir jetzt hier, Prozent, Prozent ist der Platzhalter für die Ausgabe eines Prozentzeichens. Also mit Prozent D, mit 97% hier in dem Beispiel, weil D die Variable A darstellt, das den Wert 97 hat, Prozent, Prozent, liegen wir richtig. Sie können gerne noch mit der Ausgabe auf bestimmte Längen ein bisschen herumspielen. Wir werden nachher noch kurz auf die Ausgabe mit printf im Beispiel eingehen. Kommen wir zur Eingabe. Die scanf-Funktion hier nochmal im Detail. Wir haben sie auch schon kennengelernt. Die scanf-Funktion nimmt die Formatierung, wandelt die Platzhalter auf der Formatierung entsprechend der erwarteten Eingabe um und speichert in den übergebenen Argumenten, in den Variablen, die Werte ab. Der Rückgabewert, das ist die Anzahl der erfolgreich eingelesenen und konvertierten Argumente. Das heißt, wenn ich mit Prozent D eine Zahl einlese, sie wird konvertiert, dann bekomme ich den Rückgabewert 1. Würde ich keine Zahl eingeben, bekomme ich als Rückgabewert 0. Dann hat die Konvertierung fehlgeschlagen. Einmal nochmal das Beispiel. Scanf Prozent D. Hier dick unterstrichen Kaufmanns und Number. Wie auch bereits erwähnt, wir möchten nicht den Wert von Number, sondern die Adresse übergeben. Das heißt, unser Funktionsaufruf, unser Formatstring mit dem Platzhalter und das Argument, was jetzt hier eben das Kaufmanns-und und die entsprechende Variable darstellt. Der Platzhalter für Integer-Eingabe ist unser Prozent D. Die Platzhalter für Integer sind exakt gleich wie bei printf. Das heißt, wir können Prozent C zum Einlesen eines Zeichens, Prozent D oder Prozent I zum Einlesen von Integer verwenden. Wenn wir eine Long-Variable einlesen, Prozent LD, wenn wir eine Short-Variable einlesen, Prozent HD oder wenn wir
in eine Charaktervariable einlesen, Prozent HHD zum Einlesen einer Charaktervariable. Vielleicht nochmal der Hinweis, weil es in anderen Programmiersprachen meist anders gelöst ist, scanf macht keine Ausgabe, es fordert also nicht zur Eingabe auf. Das heißt, wir geben in dem Formatstring genau das ein, was wir von Tastatur erwarten. Ich habe hier unten das Beispiel Eingabe einer Zahl mit Komma, also Prozent D, Komma, Prozent D, bedeutet, dass ich von Tastatur erwarte, es wird eine Zahl eingegeben, ein Komma und danach eine zweite Zahl. Das heißt, das Trennzeichen zwischen zwei Zahlen muss ein Komma sein. Würde ich zum Beispiel 1, A eingeben, dann wäre das zweite natürlich keine Zahl, dann würde scanf eine 1 zurückliefern und die 1 in Vorkomma speichern, weil eine Konvertierung erfolgreich war, aber die zweite Konvertierung nicht durchführen. Wenn ich 1.5 schreibe, einen Dezimalpunkt anstelle des Kommas, dann würde scanf eine 1 zurückliefern, es war erfolgreich, das erste Prozent D zu konvertieren, aber nach Prozent D ist kein Komma in der Eingabe gefunden, deswegen bricht scanf dann an dieser Stelle ab. Das macht es ein bisschen schwierig, danach eine Fehlerbehandlung durchzuführen, weil eben diese beiden Fälle, die ich gerade aufgezählt habe, sich vom Rückgabewert nicht unterscheiden lassen. Wir müssen also bei der Eingabe mit scanf immer ein bisschen aufpassen, dass auch das Richtige von Tastatur gelesen wird. Ja, die Platzhalter hier nochmal wiederholt, sind die gleichen Zeichen. Man muss aufpassen, Prozent C liest tatsächlich in eine Charaktervariable und nicht int. Das ist der einzige Unterschied zwischen scanf und printf, was die Integer-Typen angeht. Und ansonsten haben wir die gleichen Präfixe für long, short, char oder auch das ll für long, long. Ganz wichtig und deswegen nochmal als Hinweis, scanf erwartet eben einen Formatstring und die Adresse auf die zu lesende Variable und nicht die Variable. Also unbedingt den Adressoperator verwenden. Jetzt müssen Sie auch noch aufpassen, bei printf ist es maximal eine fehlerhafte Ausgabe, wenn die Formatierung nicht stimmt. Bei scanf kann es zu fatalen Fehlern führen, denn Sie überschreiben möglicherweise den Speicher von Variablen, wenn Sie den falschen Formatstring angeben. Noch ein zweiter Hinweis, Achtung, bei falscher Eingabe, zum Beispiel der Eingabe eines Buchstabens, dann liest scanf, wenn Sie ein zweites Mal scanf aufrufen, eben nicht ein weiteres Mal von Tastatur. Darauf werden wir später noch sehr viel genauer eingehen, was hier im Hintergrund passiert. Ganz einfach, oder um es kurz zu machen, C speichert die Eingabe zwischen. Sie werden schon gemerkt haben, wenn Sie scanf aufrufen, müssen Sie immer Enter drücken. Das heißt, scanf liest erstmal von Tastatur so lange ein, bis Sie die Enter-Taste drücken. Und das wird zwischengespeichert in einem Buffer im Speicher. Und aus diesem Buffer wird gelesen. Und das heißt, mit scanf kann ich jetzt analysieren, was in diesem Buffer drin steht. Das ist die ursprüngliche Idee der scanf-Funktion, dass die Eingabe analysiert wird und nicht, dass wie in anderen Programmiersprachen einfach banal eine Eingabe getätigt wird. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Eingabe auf verschiedene Dinge zu überprüfen. Ist es eine Integerzahl? Wir werden noch Gleitkommazahlen kennenlernen. Ist es eine Zeichenkette? Das heißt, ich kann die Eingabe, die gemacht wurde, ausgiebig überprüfen und nur eine erfolgreiche Konvertierung führt dazu, dass aus dem Eingabebuffer etwas herausgenommen wird. Das heißt, es führt in der Regel zu einer Endlosschleife, wenn Sie mit scanf einlesen und irgendwann auf einen Rückgabewert erwarten, der eben nicht 0 ist. Es wird sich nichts ändern. Das heißt, scanf prüft immer nur auf dem eingelesenen Buffer. Es gibt jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten. Die eine ist nicht ganz sauber und funktioniert in automatisierter Umgebung nicht. Das ist die fflush-Funktion. Ich kann damit den Eingabebuffer leeren.
Es ist deswegen unsauber, weil wenn Sie nicht von Tastatur, sondern aus einer Datei lesen, dann starten Sie das Lesen jedes Mal von vorne, was auch wieder zu einer Endlosschleife führen kann. Bei Eingabe von Tastatur ist es sehr effektiv, weil der Benutzer quasi aufgefordert wird, jetzt jede ursprüngliche gemachte Eingabe wird gelöscht und Sie müssen neu eingeben. Sinnvoller ist, die Fehlerbehandlung einfach mit Get Character bis zum nächsten Leerzeichen zu lesen. Das heißt, so lange Zeichen einzulesen, bis wieder ein Leerzeichen kommt. Und dann können Sie mit ScanF erneut prüfen, kommt jetzt eine Zahleneingabe. Wenn andere Zeichen kommen, dann lesen Sie eben wieder so lange, bis Sie wieder auf ein Leerzeichen treffen. Das führt auch ganz automatisch wieder zu einer Wiederholung der Eingabe. Wir werden das Thema nochmal betrachten, wenn wir uns mit der Eingabe von Zeichenketten beschäftigen. Da stoßen wir nämlich auf ähnliche Probleme oder ähnliche Eigenschaften, die die Funktion ScanF aufweist. Was ich vielleicht noch zum Schluss anmerken sollte, ScanF überspringt Zeilenumbrüche, Leerzeichen, Tabulatoren. Das heißt, wenn ich mit ScanF die Eingabe einer Zahl erwarte und ich drücke einfach nur Enter, dann kehrt die ScanF-Funktion nicht zurück, sondern erwartet nach wie vor, dass eine ganze Zahl eingelesen wird. Das hat den Vorteil, wenn wir an das Beispiel von gerade eben denken, %D, %D, kann ich als Benutzer 1,5 eingeben. Ich kann auch 1 Enter, Enter 5 eingeben oder 1 Leerzeichen, Leerzeichen 5. Das heißt, die nicht darstellbaren Zeichen wie Leerzeichen, Tabulatoren oder der Zeilenumbruch werden von ScanF einfach ignoriert, übersprungen, bis die erwartete Eingabe gefunden wird oder eben eine andere Eingabe kommt, andere Zeichen kommen, die die Eingabe abbrechen. Ich möchte jetzt mit Ihnen ein Beispiel bearbeiten, wie wir mit ganzen Zahlen rechnen können. Und dazu schauen wir wieder in die Virtual CIDE. Ja, ich möchte mit Ihnen die Prozentrechnung vornehmen. Und wir fangen gleich mal an mit dem, was wir gerade in den Folien gesehen haben. Wir möchten ScanF ausprobieren und lesen zwei Zahlen von Tastatur. Ich lese jetzt mal einmal ein Teil und einmal ein Ganzes ein und möchte danach die Prozent ausrechnen. Ich mache genau wie gerade gezeigt. Wir machen %D, %D, Kaufmanns- und Teil und Ganzes. So, wir schauen uns das gleich mal an. Ich setze hier einen Breakpoint. Ich gebe mal 1,2 an. Das war die richtige Eingabe, wie im Formatstring erwartet. Und dann schauen wir mal auf den Stack und wir sehen, Teil ist 1, Ganzes ist 2. Der Rückgabewert von ScanF ist 2, das heißt, es wurde erfolgreich konvertiert. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal machen, nochmal starten und ich gebe 1,2, wie vorhin gesagt, an, dann ist der Teil 1, das war korrekt, aber es ist kein Komma, sondern ein Punkt eingegeben. ScanF liefert die 1 zurück. Jetzt zeige ich Ihnen gleich mit dem nächsten Beispiel. Wir wollen so lange wiederholen, solange ScanF eben nicht erfolgreich war. Und wir wiederholen einfach den ScanF-Aufruf. Das heißt, ich mache den Breakpoint jetzt an dieser Stelle. Wir machen Folgendes: Ich gebe jetzt einfach mal, oder ich gebe erstmal einfach Enter ein, dann sehen Sie, es passiert nichts. Wenn ich jetzt ein A eingebe, dann war ScanF nicht erfolgreich. Wir kriegen die 0 zurück und wir sehen jetzt an der Stelle, wenn ich weitergehe, dass nicht wieder die Tastatur aufgerufen wird. Das heißt, die Eingabe war nicht erfolgreich, aber wir kommen nicht mehr auf die Tastatur, weil das Ganze bereits eingelesen wurde. Für die, die es interessiert, man kann das hier im Standard-In-Programm
Buffer erkennen. Das wurde eingelesen. Das ist das A, der Zeilenumbruch. Und die Variable drunter zeigt auf den Eingabebuffer, auf die Position. Das ändert sich nicht. Die Länge ist 2. Wir haben 2 Zeichen eingelesen, aber die Position ist nach wie vor auf der 0. Das heißt, wir kommen so in eine Endlosschleife. Wenn wir jetzt hier sagen, wir machen ein F-Flush Standard in, wird quasi unser Aufruf auch bei Fehler jetzt wieder reduziert. Das heißt, wir springen jetzt hier drüber. Wir haben das gelöscht. Wir sehen jetzt hier, die Eingabe ist wieder 0. Wir sind bei 0 Zeichen. Das heißt, er liest wieder von vorne ein. Ich kann jetzt hier die 1 eingeben, Komma und dann das A. Dann haben wir eben 1, A gelesen. Aber auch hier funktioniert es nicht. Wir kommen aber über das F-Flush zu einer neuen Eingabe. 1,2 und das Ganze war erfolgreich. Das ist die unsaubere Variante, weil wir nämlich immer die Eingabe komplett löschen. Wir können es, wie auf der Folie gezeigt, schöner machen. Wir können nämlich einlesen, solange wir nicht ein IS-Space bekommen, wenn wir mit GetJar ein Zeichen einlesen. Und ich gebe jetzt einfach nochmal printf, bitte neu eingeben, aus. Wir streichen das F-Flush wieder raus. Wir brauchen jetzt allerdings noch für isSpace das include cType.h. Dann sollte unser Programm auch laufen. Das heißt, ich lese ein. Ich gebe zum Beispiel ein A ein. Wir haben das A eingelesen. Bitte erneut eingeben. Dann gebe ich mal 1, A ein. Dann sieht man ein bisschen öfters. Jetzt geht er quasi mehrfach in dieser IS-Space. Also wir lesen jetzt alle Zeichen weg, bis wir ein Leerzeichen finden. Und dadurch, dass das Leerzeichen von scanf bei der Eingabe einer Zahl übersprungen wird, führt es zu einer erneuten sauberen Eingabe. Und ich kann wieder das mal vielleicht richtig eingeben, 1,2. Und dann ist die Eingabe korrekt. Also das hat den Charme, dass ich natürlich bei einer fehlerhaften Eingabe nicht die Eingabe komplett lösche, sondern dass ich so lange einlese, bis ich quasi eine erneute Eingabe ermögliche. So, kommen wir zur Prozentrechnung. Wir sehen nämlich ganz schön die Integer-Arithmetik. Ich möchte jetzt ausgeben, wie viel Prozent Teil von Ganzes ist. Also printf wir sagen einfach Prozent D von Prozent D ist Prozent D Prozent. Und wir sagen Teil Ganzes und ich nenne es jetzt mal Prozent. Das müssen wir jetzt noch ausrechnen. Ich lege mir Prozent als Variable an. Prozent ist gleich, was wollen wir rechnen? Wir rechnen Teil geteilt durch Ganzes. Und das Ganze in Prozent. Und ich hoffe, die Mehrzahl von Ihnen schreit jetzt auf oder geht schreiend aus dem Zimmer. Wir schauen uns das mal an, was passiert. Ich mache ein Drittel, das ist leicht zu rechnen. Ein Drittel, also 1 von 3. Und unser Prozent berechnet sich zu 0. Und wenn wir das ausgeben, ändert es nichts an dem Ganzen.
1 von 3 ist 0%, das kann nicht sein. Warum? Teil durch Ganzes ist eine Integer-Arithmetik. Das heißt, wenn wir dividieren, dann zerstören wir Informationen. Wir müssen also erst multiplizieren und dann dividieren. Wir erweitern erst den Zahlenbereich, bevor wir den Zahlenbereich dann wieder eingrenzen. Wenn wir das jetzt nochmal machen, ein Drittel, sehen wir, 1 von 3 ist 33%. Das sieht gut aus. Jetzt sehen wir aber gleich das nächste. Ich mache mal Breakpoint hierhin. Wenn wir das Programm starten und sagen 2 Drittel, dann kriegen wir 66%. Naja, es ist eigentlich 66,6. Wie kommen wir darauf? Oder 6 Periode. Wir rechnen eine Stelle mehr. Promille. Promille sind dann natürlich Teil mal 1000 geteilt durch Ganzes. Dann rechnen wir eine Stelle mehr. Die können wir auch ausgeben. Wir möchten jetzt Promille ausgeben, aber nach wie vor in Prozent. Das heißt, wir sagen Komma Prozent D. Das Ganze ist Promille. Jetzt haben wir um den Faktor 10 zu viel gerechnet. Das heißt, wir dividieren durch 10. Und die Nachkommastelle ist uns Modulo 10. Schauen wir das mal an. Also bleiben bei 2 Drittel. Dann die 66. Jetzt rechnen wir das Promille aus. Das ist die 666. Und wir kriegen 66,6%. Das ist natürlich jetzt eben nicht gerundet. Das heißt, ich möchte das Ganze noch runden. Gerundet haben wir den Teil mal 1000 durch Ganzes. Tja, und jetzt hätte ich gerne noch plus 0,5 drauf gerechnet. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, ich muss ein halb drauf addieren. Für den Fall, dass es quasi bei dieser 0,66 hinten dran ist, dass es quasi auf die 0,7 kippt. Wie kann ich das jetzt realisieren, wenn ich ein halb drauf addieren möchte? Ich kann es auch mal so schreiben, ein halb. Dann kann ich das doch hier in die Klammer mit aufnehmen. Also bevor ich durch ein Ganzes dividiere, ziehe ich das ein halb in die Klammer, also hier hinten weg. Und wenn ich dividiere durch ein Ganzes, dann kommt ein Ganzes durch 2. Schieb das mal ein bisschen rüber. Brauchen ja nicht alles, genau. Dann habe ich quasi hier ein halb noch drauf addiert und dividiere dann durch ein Ganzes. Wir können auch das einmal ausgeben. Das ist jetzt gerundet. Nicht mal Promille, sondern gerundet. Und wenn wir das Programm starten, 2 Drittel ausrechnen. Dann haben wir die 66,6 und wir haben die 66,7, weil wir eben hinten noch eins drauf gerechnet haben. Jetzt möchte ich mit Ihnen zum Abschluss noch eine Nachkommastelle mehr rechnen. Das heißt, ich kopiere mir das nochmal. Gerundet 2. Nenne ich das jetzt mal ganz einfach. Das sind 2 Nachkommastellen gemeint. Ich nehme mal die 100.000 und ich nenne das hier gerundet 2. Ich habe jetzt nochmal Faktor 10 dazu. Das heißt, wir haben 2 Nachkommastellen, muss unser gerundet 2 an der Stelle sein. Wenn wir das ausprobieren, sehen wir 2,3 ist 66, 66,6, 66,7 und 66,67. Jetzt noch eine Besonderheit.
auf die ich Sie auch aufmerksam machen möchte. Wir rechnen ja Prozent, also kann ich auch 5 von 10.000 ausrechnen. Und jetzt kriege ich hier unten 0,1 und dann 0,5%. Achtung, wir wollten bei der letzten Rechnung ja auf 2 Nachkommastellen ausgeben. Jetzt kommt die Formatierung mit führenden Nullen zum Einsatz. Das heißt, ich gebe hier auf 2 Stellen mit führender Null. Und das sieht ja hier völlig daneben aus, aber wir sehen auch gleich den Grund. Wenn ich nochmal die 5 und die 10.000 eingebe, haben wir die 0,1 aufgerundet und die 0,05%. Also dafür lässt sich natürlich hier hervorragend diese Formatierung Prozent D unter Stellenanzahl unter führenden Nullen nutzen. So, ich hoffe, Sie haben einen ganz guten Eindruck gewonnen, was man mit Integerzahlen auch rechnen kann, dass man auch auf Nachkommastellen genau rechnen kann und dass man natürlich auch mit relativ einfacher Vorgehensweise runden kann. Es muss einem immer nur bewusst sein, dass ich natürlich den Zahlenraum erstmal vergrößere, eben um mit Nachkommastellen rechnen zu können, dass ich erst vergrößere, bevor ich dividiere, weil die Division schneidet mir natürlich alle Nachkommastellen immer automatisch ab. Wichtig ist natürlich, dass wir im Wertebereich bleiben. So, zum Abschluss noch die Hinweise. Für das sichere Arbeiten mit Integerzahlen, die typischen Fehlerquellen sind natürlich die Bereichsgrenzen, den Integerbereich überschreiten. Die Rangfolge der Operationen, gerade wie angesprochen, Bit-Operationen und arithmetische Operationen. Wir müssen natürlich zur Laufzeit eine Division durch 0 oder beim Modulo-Operator ebenfalls eine Division durch 0 abfangen. Der erweiterte ASCII-Zeichensatz ist negativ. Charakter ist ja vorzeichenbehaftet. Man muss also beim Arbeiten mit Zeichen als Integerzahlen darauf achten und besser eben unsigned Charakter verwenden. Und Bit-Operationen sollten eben nur mit unsigned Typen arbeiten. Ansonsten können Sie sich mit dem Vorzeichen Bit einfach Fehler einholen. Sie finden zusammengefasst sehr viele gute Hinweise zur sicheren Programmierung in C im Buch vom Software Engineering Institute CERT, das C Coding Standard von 2016. Können Sie sich im Internet bei dem Link als PDF herunterladen oder auch und sogar noch aktueller als Wikisammlung online in den CERT C Coding Standard. Hier jetzt für uns besonders relevant waren jetzt die Rules, die Regeln oder die Recommendation, die Vorschläge 04 für Integer und 03 für Expressions. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum stellen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit der nächsten Vorlesung. Vielen Dank.